Ja, herzlich willkommen zu diesem Online-Kurs über Open Educational Resources oder zu Deutsch freie Bildungsmaterialien. Wir freuen uns, dass Sie da jetzt teilnehmen, weil uns auch dieses Thema sehr wichtig ist. Uns deswegen, ich mache diesen Kurs also nicht alleine, wir sind insgesamt also sechs Partner. Da gehört dazu Markus Schmidt und Anne Thielosen von eTeaching.org. Frau Professor Patricia Arnold von der Hochschule München, Andreas Link, der sehr lange in OER bereits unterwegs ist, und auch Frau Dr. Sandra Schön vom BIMS e.V. bzw. Salzburg Research, die sehr große Forschungserfahrungen und langjährige Tätigkeit in diesem Feld hat. Uns ist das Thema also sehr wichtig. Wir haben auch gemerkt, es kommt immer mehr in die breite Masse, es bekommt auch immer mehr Aufmerksamkeit, und deswegen haben wir bereits 2013 den sogenannten CÖR 13, einen Online-Kurs zu Open Education Resources, umgesetzt. 2013 haben wir ungefähr 1000 Teilnehmer gehabt an diesem Kurs. Der war sehr erfolgreich. Wir haben sehr, sehr viele Personen erreicht damit. Und jetzt ist es irgendwie nahegelegen, dass man diesen Kurs wiederum noch einmal aufbereitet und auf iMOOCs, also auf unserer neuen Plattform als MOOC quasi durchführt. Dieses Mal wird es ein sogenannter X-MOOC sein. Das heißt, das war die größte Umstellung. Wir haben damals einen sogenannten C-MOOC durchgeführt mit einem hohen Kommunikationsanteil. Wir haben sehr viel im Netz diskutiert. Heute möchte ich das mehr als gesettelt sehen und sagen, wir möchten die Inhalte aufbereitet haben, um nochmal sehr, sehr viele Personen erreichen zu können. Und natürlich da, was eine gewisse Brisanz hat, iMOOCs als eine der großen MOOC-Plattformen selbst hat einen sehr starken OER-Bezug. Wir haben von Haus aus hier definiert, dass die Bildungsmaterialien, die hier angeboten werden können, OER sein müssen. Und daher war es irgendwie naheliegend, natürlich auch einen Kurs zu diesem Thema auch zu machen. Der Ablauf von CoR 15, sage ich jetzt einmal, ist ja so, dass es ein X-MOOC ist. Ein X-MOOC heißt, dass wir wöchentlich Inhalte freischalten werden zu bestimmten Themengruppen. Wir werden uns gemäß also OER sehr vielen Inhalte des CoR 13 bedienen, die also heute noch aktuell sind. Wir werden dort Videos verwenden und haben beschlossen, dass wir dort, wo etwas sich getan hat oder wo wir noch weitere Videos brauchen, das einfach ergänzen. Das heißt, Remix von Lehrmaterialien, wie es in OER auch sein soll. Wöchentlich werden, wie gesagt, Videos freigeschaltet. Es wird Begleitmaterialien geben, Fragestellungen für das Forum und in jeder Woche auch ein sogenanntes Self-Assessment, dass man sich also überprüfen kann, ob man den Stoff im Wesentlichen erfasst hat. Und natürlich ist es so, erst durch die positiven Abschluss dieser Self-Assessment, also es sind 75% pro Quiz vorgeschrieben, bekommt man dann zum Schluss eine Teilnahmebestätigung, dass man also diesen Kurs erfolgreich absolviert hat. Man braucht also keine Angst vor diesem Self-Assessment haben, man kann diese bis zu fünfmal wiederholen. Es ist wirklich also die Idee zu lernen und selbst zu überprüfen, ob man das Gelernte im Wesentlichen erfasst hat. Den Umfang schätzen wir bei 2 Stunden pro Woche ein, den man also vielleicht investieren muss in diesem Bereich, aber wir sehen es also nicht kritisch, wenn nicht also jede Woche gemacht wird, weil es gibt natürlich sicher sehr viele Vorerfahrungen und für den einen und die andere wird also diese Woche spannender sein als vielleicht die andere. Freuen tun wir uns auf alle Fälle, wenn das Forum sehr aktiv benutzt wird, weil natürlich die Diskussion im Lernen sehr wesentlich ist. Wenn Rückfragen besteht oder was Besseres gefunden wird, noch weitere Plattformen und OER-Materialien bekannt sind, dann freuen wir uns einfach über den Austausch. Wir werden die Wochen so betreuen, dass also unter den Partnern aufteilen. Das heißt, das Forum ist auch betreut. Es wird auf alle Fälle mitgelesen und also auch zügig beantwortet, wenn wir sehen, dass es also hier die Expertise benötigt wird. Ja, also wir werden bei diesem MOOC zum ersten Mal an der iMOOCs-Plattform hoffentlich, also weil ich das Video natürlich im Vorfeld aufgezeichnet habe, auch Badges einsetzen. Badges sind kleine Klebersticker, könnte man sagen, die aber einen schönen Vorteil haben, dass also sie digital sind und man kann sie auch signieren. Das heißt, Sie bekommen also nicht nur die Teilnahmebestätigung am Ende eines Kurses, sondern auch ein Badge. Das ist Ihr persönliches Badge auf die E-Mail-Adresse quasi gekoppelt, die Sie bei der Registrierung auf iMOOCs verwendet haben. Und es ist so, dass man dieses Badge dann zum Beispiel auf seiner eigenen Webseite in Portfolios einbetten kann und dann den Riesenvorteil hat, dass man hier immer wieder rückfragen kann auf unserem Server, ist das tatsächlich ein gültiges Badge. Das heißt also,
Dieses Badge ist unique für die E-Mail-Adresse, für die es ausgestellt worden ist und daher aus unserer Sicht auch mehr wert als die Teilnahmebestätigung, die ja nur ein PDF darstellt und nicht signiert ist. Und damit wollen wir auch so auch einen wesentlichen Schritt in die Zukunft machen, mit der Idee zu sagen, man kann Badges sammeln. Wenn Sie Backpack dann von Mozilla Firefox verwenden, können Sie ja langfristig zum Beispiel sogenanntes Portfolio an Badges haben, wo Sie also quasi nachweisen können, dass Sie verschiedene Aktivitäten im Internet einfach besucht haben und diese dann auch verifiziert sind. Also die sind dann von der TU Graz und der Universität Graz verifiziert. Nähere Anweisungen werde ich im Kurs schreiben, aber wichtig ist, dass man mal gewohnt ist, was sind Badges? Das sind also kleine Sticker, kleine Bilder, die verifiziert und nachweisbar sind, dass das tatsächlich erbracht worden ist, diese Leistung. Zum Schluss möchte ich mich bedanken bei sehr, sehr vielen Personen. Wir haben im Rahmen also dieses Kurses mit sehr vielen Personen Interviews geführt, viele Experten und Expertinnen, die uns also wirklich freiwillig ihre Zeit geschenkt haben und gesagt haben, es ist also ganz wichtig, auf diesem Sektor etwas zu tun und wir Interviews führen durften. Ich sage ein großes Danke an all die hier also mitgemacht haben und die sich also so sehr und stark also in diesem Feld betätigen und natürlich auch einen besonderen Dank an alle Partner und Partnerinnen. Das ist natürlich immer ein großer Vorbereitungsaufwand und wir hoffen auch, dass wir das Angebot, das wir hier jetzt als Kurs anbieten können, für Sie auch ansprechend genug ist und das Thema gut näher bringt. Wie immer freuen wir uns auf Anregungen, Kritik, Lob oder sonstiges. Einfach im Forum posten oder uns kontaktieren. Danke und viel Spaß in den nächsten Wochen.